So, und einen wunderschönen guten Tag an alle, die jetzt gerade wieder einschalten, und willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines. Und zwar Folge 59 dürfte jetzt sein. Ja, in der letzten Woche kam ja Donnerstag, Freitag nur ein Video jeweils von City Skylines aus zeitlichen Gründen. Ich bedanke mich erstmal bei allen, die das so gut hingenommen haben. Hier habe ich immer noch nichts getan, weil ich halt keine Zeit hatte. Und ich habe ein paar neue Sachen im Workshop runtergeladen. Ihr seht es hier. Ich habe die alle noch nicht getestet, weil ich nicht weiß, wie die gehen und sowas. Deswegen passe ich da noch nicht so auf. Wie viel Strom haben wir denn? Sonst könnte man das nämlich abreißen. Okay, da haben wir nicht genug. Ist ja Bombe. Ja, danke, Norden. Wartet mal. So, nee, ich will das auch nicht da oben hin klatschen. Ich war nämlich gerade im Taskmanager. Wieso ich eine Sekunde lang nichts gemacht habe. So. Dann setzen wir da oben mal ein AKW hin. Sobald das nämlich angeht, sollten wir Strom im Überfluss haben, dass wir hier unten dieses Ding abreißen dürften. Genau. So. Dann will ich mal gucken, wie das aussieht hier mit dem Platzieren von den einzelnen Sachen. Ich weiß nicht, ist das falsch rum? Meine das? Ja. Ich muss ernsthaft auf die andere Seite. So wäre der richtig. Kann man nicht irgendwie den Boden verändern? Warte mal, das geht doch garantiert. Menno, das geht doch auf jeden Fall irgendwie. Machen wir das mal. Ah, das geht auch nicht. Das ist ein Scheiß. Okay. Da wäre die U-Bahn-Station im Weg. Ginge das, dass wir die verschieben? Mal einfach um so ein paar Blöcke. Also nicht um so viele Blöcke, sondern nur um den Block nach links oder rechts. Jetzt haben wir da drüben auch einen, ne? Ach du Kacke. Ich hab was Falsches gemacht. Und zwar kriegen wir jetzt die U-Bahn hier wieder. Ich hab die ja nicht abgerissen, ich hab die ja nur verschoben. So. Will ich den auch nicht mehr da sehen. Wieso fährt da kein Zug hin? Fehlt hier gerade eine Linie? Aber wenn nicht, machen wir hier noch mal eine, die einfach nur darüber fährt. So, dann haben wir hier jetzt mindestens einen Tower mal gesetzt. Ich mal den Rest auch durchgucken. Es gibt ja echt hier schöne Sachen eigentlich. Was ist das denn? Heliport. So. Dann verschieben wir mal kurz. Das ist doch ein anderes Gebäude gewesen. So, wir verschieben das mal da oben hin. Jetzt will ich nämlich. Aber das passt nicht, weil das hier im Weg ist. Kann ich irgendwie auf den Boden einfärben oder sowas? Ja, und hier sind ein paar neue Sachen dabei in den Bäumen, beziehungsweise in den Parks.
war nicht das, was ich gesucht habe. Schade. Das hatten wir ja schon. Was ist denn das? Das ist ein Hangar, lol. Oh, hier haben wir sogar für Private Jets was. Sieht auch nicht schlecht aus. Ich glaube, das reißen wir nochmal ab. Das ist gerade unnütz. So. Ich möchte eigentlich nur eine normale Straße. Bauen. Och nö, jetzt geht das nicht. Naja, dann lassen wir das halt so. Dann kann man ja hier hinten einfach mal die upgraden. Dann haben wir nämlich da nur noch das ganz normale. Die U-Bahn sollte wieder laufen, genau. Ich weiß nicht, ob das hier hinten irgendwas bringt oder nicht. Ich will das einfach mal setzen, damit wir hier so ein bisschen den Flughafen erweitern. Ich will den jetzt auch nicht so klein lassen. So ein Riesending. Alter Schwede. Wann muss der? Aber wir verschieben den mal. Muss ja nicht so voll aussehen, wa? Ah, okay. Die müssen wir mal tauschen. Das ist sehr praktisch. Dann schieben wir den einfach da unten dran. Dann nehmen wir den und der passt jetzt natürlich nicht mehr. So. Da tease ich jetzt trotzdem, um das hier setzen zu können, glaube ich, das hier. Dann setzen wir das einfach dahin. Den Hangar hatten wir ja schon. Und dann machen wir hier. Okay. Dann gibt es doch nicht mehr so viele. Habe ich auch einen neuen Hafen runter? Meine ich. Ja, einen neuen Hafen haben wir auch mal. Oder habe ich mal runtergeladen. Ja, den Heliport wollte ich ja noch wieder haben. Das, das kann dann sogar deshalb vielleicht ein bisschen weit. Verschieben. Das geht jetzt nicht natürlich, wieso auch. So. Dann reißen wir den mal ab. Schieben wir das einfach mal dahin. Muss ja nicht jeder wissen, dass da irgendwas ist. Also den kosten ja auch die Bäume nicht so viel. So. Dann haben wir hier erstens einen Tower, hier dann halt die U-Bahn verschoben, hier oben einen Heliport und hier nochmal so einen kleinen Jethafen. Ist ja nicht schlimm oder nicht schlecht. Dann hatte ich hier irgendwie einen neuen Bahnhof noch. Ich meine, ich hatte nochmal irgendwo einen Bahnhof drinnen neuen. Ich gehe davon aus, weil ich mir eigentlich nur drunter geladen habe. Genau.
Das hatten wir auch neu. Was ist denn das eigentlich für ein Hafen hier? Es ist sehr gut zu wissen, was das für einer ist. Warum war? Hier war denn. Nee, das war der nicht. Ich suche gerade einen bestimmten Hafen. Einen bestimmten. Einen bestimmten. Ah, jetzt komme ich nicht drauf. Das sollten wir gleich mal auflockern, damit hier Wasser hinkommt. Einen bestimmten Bahnhof. So. Ich habe jetzt irgendwie 6 oder 7 abgerissen. Gut, das kriegen wir hin. Dann bauen wir die halt hier oben hin. In bestimmten Abständen 1, 2, 3. Verbinden wir die alle halt miteinander. So, und dann machen wir hier oben auch noch mal 3 Stück. Und da dann meinetwegen auch noch mal. Dann sollten wir aber genug haben. Also von allem genug, was jetzt Wasser betrifft. Abwasser. Ja. Nicht genug Strom, wollt ihr mich verarschen? Ach, du hast keinen Anschluss. So, jetzt sollte eigentlich die Kapazität da auch hochgehen. Genau. Ja, wir unterscheiden uns nur um 40.000 Kubik. Also Wasser produzieren und was nicht. Hier hinten sollte sich eigentlich das Wasser stauen. Genau, hier staut sich das Wasser wieder. Aber jetzt von mehreren Punkten. Uns hier das Wasser holen. Oh, hier oben hat nur auch mal eine gebaut. Lol. Ja, wenn die drei noch angesprochen werden, ist das natürlich was anderes. 1 kW. Wie sieht es mit Wind aus? Normal. 3 kW, reicht das für die? Steht ja eigentlich nirgendwo, was wir verbrauchen, oder? kW. Ohne Witz. Oder wenn die 240 kW brauchen. Ja, wir produzieren ja Megawatt. Ja, okay, ich habe nichts gesagt. Aber mit 2 sieht das doch hier dann schon schöner aus. Hier kann man dann noch mal drüber sprechen. Das ist jetzt nicht das Beste hier an dem Abgang. Hat dennoch nichts Schlechtes insofern. Jetzt ziehen wir einfach trotzdem mal eine bessere Straße rüber. Guckt, weil wenn wir das jetzt schon so anschauen, dann sehen wir ja, dass die Brücke in dem Sinn schon viel höher sitzt. Ich hasse es, dass er da runter geht, aber daran kann man mal nichts ändern. Okay, wir sind fast auf selber rausgekommen wie vorher.
auch noch fast. Denn wir haben da so kleine Unterschiede. Okay, wir brauchen jede Menge Gewerbe wieder. Dann ziehen wir doch hier mal so ein kleines Gewerbeviertel ein. Weil wir es können. Nö, hier hatten wir noch nicht genug Wasser. So. Dann füllen wir das hier einfach mal aus. Dann sollten die hier einziehen. Hier ist jemand krank. Kranke Bürger. Aber ihr habt doch hier ein Krankenhaus. Da sind auch gar nicht so viele Menschen. Liebe Einwohner. Wäre es mal, wenn ihr euren schönen faulen Arsch bewegt, darüber geht und mal beim Arzt euch wegen eurer Gesundheit sorgt. Dann werdet ihr nämlich alle noch ziemlich gesund. Das reißen wir nochmal ab, weil ich den 1 so hoch gesetzt habe. 1, 2, 3. Das sollte reichen, genau. Nun besteht auch die Möglichkeit für die anderen hier rüber zu fahren. Wie sonst auch. Die Sonne dürfte gleich wieder aufgehen. Ist ja auch nicht so dunkel. Also gerade nicht so dunkel. So. Genau hier fahren die LKWs ja alle super. Ihre Kurven. Hier oben schaut sich das. Ja, hier ist das auch alles okay. 29 und 2. Das sind jetzt eigentlich 30 und 2, weil einer wieder in Betrieb geht. Lärmbelästigung? Hä? Lärmbelästigung. Wieso denn? Da. Nur weil du an der Hauptstraße wohnst oder wieso? Aber es brennt. Oh. Wir haben überhaupt keinen Feuerwehrschutz. Wieso hat denn das eigentlich noch keiner geschrieben? Der kommt jetzt wahrscheinlich aus dem hintersten Loch irgendwo aus der Map. Obwohl es hier eigentlich viel, viel schneller gehen würde. Aber nein, natürlich haben wir das nicht berücksichtigt. Nein, überhaupt nicht. Genau. So, gucken, wo haben wir hier noch ein Problem, beziehungsweise ein Defizit. Ja. Kommt da drüben auch eine Klinik hin. Ist ja egal. Feuerwehr. Ne, ihr mosert hier rum. Ist ja eigentlich nicht so geil, wo wir hier hinten eine drinne haben. Aber die deckt ja auch nicht alles ab. Vor allem, weil sie an der falschen Stelle steht dafür. So. Genau. Was ist denn das? So. Machen wir das auch. Dann wollte ich hier eigentlich ja. So ein bisschen reinziehen lassen. Dann machen wir hier einfach das so rein, damit wir hier ein bisschen den Überblick haben. Und sich die Anwohner nicht gestört fühlen. Genau, hier ist so ein ewig langer Verkehrsstau. Okay, wir brauchen mehr Einwohner. Wo hatten wir da noch ein freies Gebiet? Außer jetzt das anzufangen.
Hier hinten haben wir ja auch noch nicht komplett ausgebaut. Und wir hatten hier noch Platz. Dann lassen wir doch da mal ein paar einziehen. Genau, das hatten wir. Dann dürfen die sich da oben auch nicht beschweren für die Zeit. Dann ziehen wir hier halt die Straße mal durch. So. Dann nutzen wir das da schön ordentlich. So. Nee, das war ein zu weit. Das war sogar zwei zu weit. Ein zu weit. So, dann können wir hier noch ein. Ja. So. So. Dann müsste das hier eigentlich weg. Dann können wir hier nämlich die Verbindung passend daran bauen. Dann machen wir das da. Hier verlängern wir. So. Dann machen wir das einfach so, dass wir dann hier durchgehen und hier unten dann meinetwegen die Kurve haben. Können wir das Gebiet nämlich gut ausbauen. So, da oben braucht eh keiner hin. Das juckt die eh nicht. Deswegen. Obwohl, nö. Hier geht wenn dahin. Kann hier oben das rein. Dann sind die da auch glücklich. Oder sollten sie glücklich werden. Und sein. So. Jetzt wollen wir entweder mal ein paar einziehen. Also ein Auto sehe ich schon mal. Das heißt, hier sollte sogar gleich was passieren. Hier sehe ich mehrere Autos. Ich sehe auch eine Klinik, die voll ausgelastet ist. Was ja noch viel, viel besser ist. So, 1, 2, 3. Hier einfach auch mal eine Brücke schon mal rein, dann kann man das hier nämlich unten verbinden miteinander. Also sogar fast gerade. So. Dann machen wir das halt so, dann tauschen wir die wieder durch eine gerade Straße aus, also durch eine normale, weil hier kann man ja das ruhig ein bisschen schöner machen und sowas. Dann macht das da auch nichts. Dann bauen wir hier einfach schon mal den restlichen Teil aus. Ich will auch nicht upgraden. Dieser Ort ist bereits belegt. Schön. So. Einfach dahin. Ja, ich weiß, es sieht jetzt nicht schön aus. Es geht ja nicht ums schön aussehen in dem Fall, sondern um die Effektivität. So. Ziehen die da jetzt ein? Ja.
Jetzt werden noch mehr Einwohner gefragt, aber keiner will. So, dann sollen die halt hier hinten einziehen. Dann haben wir da auch die Ruhe. Was ist denn hier für ein Gebiet? Oh, da will keiner. So, der Rest passt auch. Jetzt ziehen die sich hier erstmal runter. Weil wir sind mal freundlich hier zu den Anwohnern und reißen das mal weg. Dann haben wir da mindestens noch so ein klein wenig Gebietsfreiheit. Welche Entfernung? Ich will hier einen Mod ausprobieren und er sagt mir Entfernung zu gering. Was? Wie behindert. Oh, scheiß Mod. Der andere geht ja. Oh, wir hatten ja hier überhaupt noch nie eine U-Bahn gelegt. Hier unser super duper Netz und hier auch ein paar super duper Häuser schon drin, die sich total nicht freuen, weil schulische Bildung ist hier hinten vernachlässigt worden, sogar im großen Stil. So, dann machen wir dich doch da rein, dürfte es dahin passen. Und die Uni kommt meinetwegen das mal da rein. Dann brauchen wir garantiert noch eine Schule und zwar dann hier hinten. Obwohl da drüben schon eine ist. Dann machen wir da auch eine. Da auch. Hier drüben ist halt die Frage. Könnte man hier unten eigentlich noch eine Straße durchziehen? Ja. Das heißt, wir haben uns da sogar noch ein bisschen Platz geschaffen, dass die Autos nicht da oben rüber müssen, sondern hier darüber können. Und halt auch zur Schule und sowas dürfen dann ohne Probleme. Und wir sind gut bei einer halben Stunde wieder angekommen. Juhu. So. 500 von 1000 sind da. Was wir nochmal machen könnten, ist nochmal das Gebäude verschieben. Und zwar nach hier hinten. Dann haben wir nämlich das Problem nicht mehr, dass da oben die andere Schule ist. Hier. Bei dem wir dann die Leute abnehmen, sondern wir wollen dann explizit die Leute von da bewegen, dass die hier hinten herkommen. Der hat doch Strom, Menschenskinder. So, dass sie dann dahin gehen und rüberkommen. So, da oben hatten wir jetzt eine Haltestelle. Und da hatten wir jetzt auch eine. Dann ziehen wir hier einfach nochmal einen Weg zwischen. Damit die Leute halt auch schneller hier rum können. Und pflanzen wir hier nochmal 2-3 Bäumchen.
So. Dann will ich noch eine Haltestelle da vorne hin. Nein. Ich möchte die drehen. Dahin. Und dann noch eine dahin. Dann sagen öffentliche Verkehrsmittel, schönen guten Tag. Wir nähern uns langsam einem komplett vernetzten Gebiet. Na gut, ein Großteil fehlt halt noch. Aber wir nähern uns langsam. Und das ist auch die Aufgabe von dem hier mit. So, diesem Gebäude will ich gar nicht abweisen. Haben wir hier irgendwie ein kleines? Ja. Ja, dann machen wir das hier. Dann ziehen wir meinetwegen da hinten noch das Gebiet rein. So, wir haben es geschafft für diese Folge. Ich bedanke mich allen, die wieder dabei waren, und würde mich freuen, wenn ihr in der zweiten Folge heute wieder einschaltet, 16 Uhr. Bis dahin eine wunderschöne Zeit, haut rein, bis dann und ciao.